Hallo Freunde, ihr seht schon, ich habe mir einen Weg markiert. Wir fahren jetzt nämlich in den nächsten Stadtteil, wo sich höchstwahrscheinlich die letzte Kamera befinden wird. Und die wollen wir uns natürlich krallen. Genauso wie diesen Tresor. So. Das Ganze mal grobmotorisch gemacht und auf den Tresor. Büffellederjacke. Oh. Was zitterst du in der Kiste rum? So, Augen aufhalten. Wir fahren über die Berge. Vielleicht finden wir ja auch da die Kamera. Ansonsten werden wir sie in Central irgendwo finden. Entschuldigung. Also sammeltechnisch kommen wir gut voran. Alle Lebensenergieschreine haben wir. Alle Kameras fast. Statuen haben wir auch fast. Da fehlen uns nur noch zwei. Wir wissen, wo sie sind. Kommen aber leider noch nicht ran. Läuft klasse. Wo ist die letzte Kamera? Ich werde sie finden. Und wenn es mein Untergang ist. Da, wieso ist hier Stau? Da war mir doch eben rechts schon wieder die letzte, die vorletzte Statue eingeblendet. Ah. Die, an die wir nach wie vor leider nicht drankommen. So ein Mist aber auch. Okay, Leute, wir sind da. Ab jetzt hohe Konzentration. Ich will die Kamera. Die ja hoffentlich auch sein wird. Sonst bin ich böse. Entschuldigung, ich fahre schon wieder auf einer verkehrten Seite, ich weiß. Ah, Hilfe. Oh, Polizei überall. Okay, letzte Kamera. Ich habe hier auch gar keine richtige Suchmethode. Ich fahre einfach durch und suche, ne? Ich habe mir hier so einen Weg gesetzt, mitten in die Stadt rein. Wenn es da auf dem Weg dahin nicht auftaucht, werden wir einfach so ein bisschen rumfahren. Wir haben ja durch die Minimap hier einen ziemlich großen Bereich des Stadtteiles im Überblick. Also wenn sich die Kamera hier irgendwo versteckt, werden wir sie auch finden. So, wir fahren jetzt mal in die Richtung. Wie groß ist denn der Stadtteil? Ah, puh, wir sind mittendrin. Entschuldigung, tut mir echt leid. Ich sage, wir fahren hier lang. So, jetzt biegen wir hier ab und fahren geradeaus durch. Wäre doch gelacht, wenn wir hier die Kamera nicht finden. Falls die überhaupt hier ist, ne? Das ist ja gleich die nächste Frage. Ist sie überhaupt in diesem Stadtteil? Entschuldigung, Verzeihung. Weil wenn nicht, dann nicht. Ne? Das war jetzt die logischste Erklärung ever. Ewar. So, wo sind wir? War keine Kamera zu sehen, schade. Das, obwohl ich schon ziemlich ein Stück gefahren bin. Fälligkeitsmission. Da ist wieder die Statue, an die wir nicht rankommen. Jetzt bleibt mal ganz ruhig, ja? Ich habe hier irgendwas gefunden. Das würde ich mir gerne anschauen. Alles klar, ich kümmere mich drum. Bleib stehen, du Sack! Da will man hier in Ruhe eine Kamera suchen und dann sowas. Herrlich geklaut, yay. Hättest du wohl gerne, Miss Shrine. Klaut er mir die Knete weg? Der weiß wohl nicht, mit wem er sich hier einlässt. Wieso ist sein Auto schneller als meins? Komm schon. Ich muss näher ran.
Bam. Wo möchtest du denn hin? Jetzt bleib hier stehen, verflucht. Ich will meine Kohle. Ich hätte doch noch ein bisschen rammen sollen. Lol. So. Ihr habt nichts gesehen. So, abgeschlossen. So, wo sind wir denn jetzt? Jetzt sind wir wieder hier. Wenn wir schon mal hier sind, fahren wir auch mal rüber zu der Boutique. Vielleicht können wir uns ja jetzt schöne neue Anzüge kaufen. Mann, jagt ihr uns durch die halbe Stadt hier. Wir waren nur auf der Suche nach einer hübschen kleinen Kamera, mehr nicht. Aber die werden wir auch noch finden, Leute. Da bin ich ziemlich zuversichtlich. Wenn wir die jetzt ordentlich suchen, finden wir die auch. Ich bin mir irgendwie sicher, dass die hier in diesem Stadtteil ist, weil der Stadtteil so groß ist, wisst ihr? Das sieht nicht aus wie ein Anzugsgeschäft. Das hier ist ein Standardladen, verdammt. Aber wir sind doch in Central, da war doch, glaube ich, auch dieser tolle Anzugsladen, oder nicht? Aber wie findet man heraus, welcher Anzugsladen, welche Boutique jetzt die war, wo es die ganzen Anzüge gab? Am besten einfach alle abklappern und nebenbei schön die Augen offen halten nach der Kamera. Weil mein weißer Anzug ist schick, keine Frage, aber ich hätte auch gern mal eine andere. Einen anderen, nicht eine andere. Ein anderer Anzug, bin ich später. Ey, bin ich später. So, fahren wir hinein. Schönen Dank, ich hätte vorne rumgemusst. Verdammtes GPS. Nee, hier sind wir auch falsch. War das überhaupt in dem Stadtteil? War das nicht hier unten irgendwo bei Aberdeen? Auf zur nächsten. Das kriegen wir schon noch raus. Ist ja auch nicht schlimm, wenn wir hier mal ein bisschen rumfahren. Das ist schon wieder die Statue, an die wir nicht rankommen. Ganz ruhig, ihr braucht nicht brüllen. So, das hier ist aber auch schon wieder kein Anzugsladen. Denke ich zumindest. Also ich bin ja nicht reingegangen, aber ich glaube nicht, dass das hier ein Anzugsladen ist. Nächster Halt. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, die Stadt zu erkunden. Das ist auch schon wieder dieser Laden. Wir schauen jetzt aber mal nach. Nicht, dass es hier doch Anzüge gibt und wir laufen die ganze Zeit vorbei. Guten Tag. Ja, ja, Anzüge wären ganz gut. Naja, richtig Anzüge gibt es hier nicht. Es gibt so Freizeitanzüge. Aber das ist ja nicht das, was ich suche. Eben, deshalb habe ich sie auch nicht gekauft. Wenn du es nicht tust, tue ich es auch nicht. Nächste Station. Wir klappern hier einfach mal alle ab in dem Stadtteil. Ich habe nämlich irgendwie gerade das Gefühl, als wäre das damals gar nicht hier gewesen, sondern in Aberdeen mit dem Anzugsladen. Oh, hier sieht's teuer aus. Wir haben den Anzugsladen. Hier sind wir goldrichtig. Gib mir schicke Anzüge. Steht mir nicht im Weg rum. So, jetzt wollen wir doch mal gucken, was ihr hier Schönes habt. Oh. $61.600. Das ist ein stolzer Preis. Was ist denn das nochmal für ein... Tragen Sie Schuhe, Hose und Shirt, um 15% Rabatt beim Kauf von Fahrzeugen zu erlangen. Na ja, gut, da brauchen wir jetzt doch nicht auf die Sachen achten. Das hier kaufen wir uns als nächstes für 18.000. We have the best menswear. Oh, die nehmen wir. Thank you so, so much, Mr. Shen. Wie sieht's denn sonnenbrillentechnisch aus? Habt ihr da auch was Schickes? Ach nee, ihr habt nur das Zeug. Aber die Sonnenbrille passt eigentlich auch. Oh, jetzt haben wir hier einen schicken Anzug.
mit roter Krawatte. Oh, ist das schick. Oh, und die Schuhe, die haben sogar leicht rote Sohlen. Kann das sein? Nee, sah nur im Licht so aus, aber... Oh, ich liebe meinen Anzug. Natürlich sollte man darauf achten, Bonusse zu bekommen, gerade für den Kampf. Aber beim Anzug geht das ja jetzt nicht und da brauche ich auch nicht drauf achten. Welcher Bonus das ist? Oh, da ist schon wieder so eine Mission. Was ist denn hier los? Entschuldigung! Was gibt's denn hier zu tun? Wenn ich schon mal hier bin. Ja, irgendwie scheint die Kamera nämlich nicht hier zu sein. Ach, ich hätte doch hier runter gemusst. Da ist nicht ernsthaft jemand im Auto. Beste Mission ever. Das war toll. Weiter geht's. Wo ist mein Auto? Das ist ganz da vorne. Das hätte ich natürlich auch gern wieder. Wir fahren jetzt nämlich trotzdem noch ein bisschen durch den Stadtteil. Wir haben ja nicht alles erkundet. Vielleicht haben wir die Kamera auch schlicht und einfach übersehen. Deshalb fahren wir jetzt einfach mal ein bisschen rum. Wie sieht's denn aus von der Stadtlage her? Wisst ihr was? Wir fahren hier rum und dann hier auf den Highway drauf. Da können wir, glaube ich, leichter was erkunden. Wow, Bus! So, und jetzt ab auf den Highway. Guten Tag, Bus. Bitte in die Richtung. Ah, ich bin im Gegenverkehr. Schon wieder. So, jetzt wollen wir doch mal sehen. Wir können hier schön über den Highway düsen und dabei Ausschau halten. Na, ich finde bisher leider nichts. Aber das ist auch der Teil der Stadt, wo wir schon gefahren sind, ne? Meine ich. Zumindest. Wow! Au, au. Aua! Das hat weh. Wer baut denn hier auch so eine scheiß Zaun dazwischen? Das nenne ich mal einen Abflug. Aua. Mann, oh Mann. So, jetzt können wir weiter. Ihr habt nichts gesehen. Ja, ich glaube, die Kamera werden wir in einem anderen Stadtteil suchen müssen. Ich habe irgendwie jetzt doch nicht mehr so das Gefühl, dass die hier ist. Hallo. Wo sind wir? Okay, wir fahren nach wie vor außen rum. Wo soll es denn sonst noch sein jetzt, Mensch? Vielleicht doch in North Point irgendwo. Da ist ja nur wieder die Statue. Gut. Au, lass mich in Ruhe. Was ist denn hier los? Blöde Sau. Fährt mir voll rein. Habt ihr das gesehen? Merkt euch das nochmal ein Schritt, Leute. Den zeigen wir an. Wo muss ich lang? Danke. Hey, ich fahre jetzt einfach mal rüber in den nächsten Stadtteil. Vielleicht haben wir da Glück. Und finden dort die Kamera. Die muss ja irgendwo sein, ne? Au. Das war jetzt mal eine klassische Träpe. Ich kann es nicht ertragen, wenn ich nur noch eine Sache von etwas finden muss. Da muss ich sie einfach suchen, wisst ihr? So eine Angewohnheit von mir. Sammelsucht oder so. Kann man das nennen? Erfolgsjäger. Was gibt es da noch für Worte für? Denkt euch welche aus und schreibt sie mir in den Kommentaren. Geht mal weg hier, Baustelle Gesorgse. Das ist schon wieder so eine Mission. Wo kommt die denn alle her jetzt?
Ich fahre hier einfach meines Weges und finde überall diese Zufallsmission hier. Oh, hier müssen wir schon wieder jemanden kloppen. Hey, you're not Frank. Where's Frank? Are you okay? Were you kidnapped? No, I wasn't kidnapped. Frank's my husband. What are you doing? Creep. Mind your own business next time. Getting to the point where mature adults can enjoy themselves in public. Frank? Frank! Oh Mann. Ich fass es nicht. Gut, okay, und ich würde sagen, damit endet auch das Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und suchen dann weiter nach der Kamera. Die werden wir ja wohl finden, oder? Macht's gut.